Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Geistlog. Mein Name ist Christopher Postel und bei mir heute Special Guest Patrick, der Ghetto-Präsident Portele. Warum wir heute zusammen da sitzen? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, setz dich her, du bist mein Spezialgast. Nicht so, ja. Okay. Nein, ich habe kein Thema. Na, prinzipiell nur ganz kurz, das wird weniger in die Materie Magic technisch gehen, sondern mehr was wir so ein bisschen verändern wieder werden, was wir zusätzlich dazu nehmen. Und zwar, der Patrick hat ja letztens gesagt, oder das macht schon seit einiger Zeit, er kontrolliert da ein paar Decklisten. Ja. Kriegt er immer wieder. Und ich gesagt, weißt du was, Patrick, du überarbeitest dich schon so stark, schaust schon echt arm aus, ja, ist schon ganz fertig. Wir werden das Ganze offiziell machen, wir werden das Ganze nicht nur ein bisschen im Geheimen machen oder bei den YouTube-Kommentaren, sondern wir werden ab nächsten Monat, also ich werde ab nächsten Monat eine Berichteserie auf der Homepage starten, eine Art Deck-Doktor. Namen haben wir noch nicht dafür. Musst du einen Namen haben? Ja, das weiß ich noch nicht. auf jeden Fall, ihr werdet es dann sehen, wenn es da ist. Ihr könnt natürlich weiterhin die Decklisten auf die E-Mail schicken, die lautet. Ich blende es jetzt ein, bevor ich einen Schaß sage. Setzt ihn daher und jetzt war es ja nichts. Ja, ich habe du hast dich gesagt, warum ich da sitze. Ich sitze da nur blöd. Aber was ich weiß, der Matthias aus Vadelberg hat uns eine Liste geschickt, genau, die ich noch nicht beantwortet habe, weil er mir sowas schon angekündigt hat. Also wenn du darauf warten kannst und dich nicht stört sozusagen, wirst du wahrscheinlich dann der erste Patient sein. Das wird der erste Patient sein. Von ihm. ich werde halt schauen, was wichtig für mich ist, weil alle haben ein anderes Budget und es bringt auch nichts, wenn ich jeden das Deck auf Tier 1 aufmods mit 500, 600 Euro Karten, sondern was wichtig ist, einfach dazu sagen, das ist mein Deck, das Budget habe ich, das will ich ausgeben. Diese Karten will ich nicht. ja, zum Beispiel für kein Goblin Guide. Ja gut. Einfach sowas, ja. Also, um auf den Fall an der Hand zu kommen, das ist der Matthias, der hat ein Reanimate-Deck geschickt. Ein schwarz-blaues Reanimate-Deck. Da wird kein Goblin Guide wahrscheinlich drin vorkommen, egal ob man es wollen oder nicht. aber der zum Beispiel, hat halt nicht die Underground Season im Mana-Base. Will sich aber trotzdem zum Beispiel Verbesserungen. Ganz hätte sich gewünscht. Ich hoffe, das ist okay, dass wir das jetzt hier besprechen. Wenn nicht, dann flamen uns in den Kommentaren und wir werden uns entschuldigen. Sorry. Der Patrick wird sich entschuldigen, weil das ist alles von ihm ausgeht. genau. Nein, auf jeden Fall. Immer das Bummel. Auf jeden Fall werde ich das halt in naher Zukunft machen. Wir werden schauen. Wir werden einmal beginnen mit einem Deck pro Monat. Mhm. Ich hoffe, ihr sendet es genug ein, weil sonst muss ich Fotos von Patrick posten oder sowas. und einfach auch damit auch Leute, die jetzt, wie soll ich sagen, die vielleicht wo wohnen, wo Magic oder wo die Magic-Community nicht so groß ist und vielleicht nicht zu den Spielern kommen, weil ich habe da gute Kontakte, wenn ich mich mal nicht auskenne, dann denke ich, habe genug Leute da, die im Spielraum, die mir dann weiterhelfen können und sagen, hey, was ist deine Idee noch dazu? Also ich bin die ausführende Kraft, aber ich hab einen Patrick im Hintergrund, ich habe einen Matthias Hauser im Hintergrund. Der Olli wird sicher auch die eine oder andere Meinung dazu haben, wenn ich ihn frage. Also sind schon qualifizierte Leute dahinter. Definitiv, ja. Und ich bin halt der Sprachrohr der Community. Na, da ist auch noch. Eine Frage habe ich jetzt. Jetzt tue ich dich ein bisschen Sprich screwen. Mit mir. Wenn du sagst, du machst ein Deck im Monat und wir kriegen jetzt 10 Decks nächsten Monat eingeschickt oder halt, wie was passiert mit den anderen oder wie machst du das Auswahlverfahren? Wenn das passieren sollte. Okay. Wenn das passieren sollte, kann man auf jeden Fall jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Decks? Nein. Die Entscheidung? Mehr Decks im Monat machen. Also mehr Decks im Monat, okay. Und in weiterer Folge, wenn es wirklich unüberschaubar wird, was ich jetzt nicht glaube, dann lasse ich als Community gerne natürlich abstimmen, was will wer sehen. Weil es soll ja nicht nur für einen jetzt speziell sein, sondern es sollen ja alle Leute davon profitieren und sagen, hey, das Deck wollte ich einmal spielen, mir fehlt das und jenes. Vielleicht ist da ein Ansatz für mich drin. Ja? Okay. Also soll es zu viel werden, gibt es eine Abstimmung, gibt dir genug Portale, wo man das machen kann? Ja, das kann man relativ problemlos machen. Ja. Wahrscheinlich sogar auf der Homepage. Was man auch dazu sagen muss, der Artikel wird halt jetzt nicht 5000 Wörter haben, weil da kriegst du halt andere Sachen auch noch zu tun. Aber. Was kann man anders als Magic und Spielern zu tun haben? der Artikel wird halt eher kurz gehalten sein und prägnant. Mhm. Dafür werde ich im Hintergrund aber mich sehr viel damit beschäftigen. Mhm. Weil ich ja auch keinen Scheiß erzählen will. Das ist auch, das ist einmal, das ist gut. Nimm dir das zu Herzen, erzähl mal keinen Scheiß zur Abwechslung.
Das ist das Erste. Ja. Und das Zweite ist, das hat der Patrick heute auch noch nicht gewusst. Ich weiß gar nichts. Ich tue ein bisschen was auf der Homepage herumspielen, damit ihr euch die Homepage auch anschauen könnt. Wir werden in weiterer Folge mehr Content auf die Homepage bringen, einfach für unsere ganzheitlichen Magic-Spieler, wie ich das gerne nenne. Wir schauen, dass wir für euch Editionen aufarbeiten, also Upshaders over Innistrad. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, was jetzt gerade ist. Ich werde schauen, dass ich die Mechaniken von den Blocks raufsetze. Ich werde schauen, die Informationen, was das Set hat, also auch die wichtigen Termine, die kriegt ihr natürlich auch von uns auf der Homepage, eben dort oder auf Facebook. Mhm. Wir werden schauen vielleicht, dass wir ein bisschen die Mechaniken besprechen und was viele Leute halt auch interessiert, welche Charaktere kommen, welche Charaktere sind weg, was ist mit den Charakteren passiert, wo waren die schon und vielleicht auch prinzipiell ein bisschen Background-Story, weil es so viel Story einfach gibt und ich kann den Patrick nicht dazu bringen, 17 Lore-Videos zu machen. Und darum sitzt er eben auch da. Ich bin eh schon ein bisschen im Hintertreffen. Ich muss jetzt das Lore zu Innistrad machen. Wobei, das ist auch eine Sache, weil du wolltest dich auch noch einbringen. Natürlich, wir werden da schon Innistrad-Teil. Wir werden uns da schon zusammensetzen und was machen, auf jeden Fall. Also das habt ihr, ihr habt dann für alle, die sich das einmal kurz anschauen wollen, gibt es die Lore auf der Homepage. Mhm. Und für alle, die halt wirklich mehr davon wollen, dann schaut sich auf jeden Fall die Videos an. Und wer wirklich alles nachlesen will, der muss halt dann zu Wizards gehen. Ja, aber also wir auf der Homepage halt wird es halt mehr eine Zusammenfassung sein mit es gibt den Charakter und es gibt den Charakter, es gibt den Charakter und das ist so circa passiert und aus. Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass da die Lore übersetzt wäre jetzt sicher nicht Hunderttausende an Doktorarbeiten schreiben, weil die müsste man schreiben. Ja, weil wenn man bedenkt, die Lore von Zendikar, die und zwar nur von Battle for Zendikar waren 200 A4 Seiten, also in dem Bereich. Also, das ist natürlich das ist bisschen unüberschaubar. Ja. Ja, also, wir werden probieren, auch so ein bisschen Hintergrundinformationen reinzubringen. Auch über die Planes ist das in weiterer Folge geplant. Mhm. Also, über die Planes selber, also welche Planes gibt es, welche Editionen waren auf diesen Planes, da werde ich ein bisschen was einarbeiten. Das wird natürlich alles ein wenig dauern. Aber die Zeit nehmen wir uns für uns selber und die nehmen wir uns auch für euch, damit ihr halt noch mehr Magic-Content direkt auch auf der Spielraum-Homepage habt. Damit was ist eure Source für Magic-Spielraum Wien? Coole Sache. Gut, ich glaube, fürs Ankündigungsvideo reicht das, weil was soll man euch viel mehr erzählen? Standard ist ziemlich divers. Mhm. Sehr cool momentan. Grün-Weiß-Tokens ist dominierend. Schauen wir aber ja momentan leider, oder? Leider. Modern ist sehr geil gerade, aber das haben wir auch im Magic Talk besprochen schon, dass da viel weitergeht. Und ansonsten, glaube ich, war es das von mir, von uns. Patrick, danke, dass du die Dekoration meines Geistlocks warst dieses Mal. Damit man irgendwas Schönes sieht auf deinem Video. Ja. Wobei, wir haben einen schönen Hintergrund. Und euch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß auch dann an den Lore-Sachen, an der Homepage, an den Deck-Doctor-Geschichten. Mhm. Bitte wie immer Kommentare, was haltet ihr davon, was kann man besser machen, was soll man nicht machen? Euch. Soll ich dem Patrick was anderes anziehen beim nächsten Geistlock, wenn er da sitzt, oder soll ich meinen Bielersackel über den Kopf halten? Also solche Wünsche werden, also nicht jeder Wunsch wird auch wahrgenommen, gell? Ich meine, es gibt öfter, ich wünsche mir auch öfter was man so mit Christopher machen könnte. Und ich mache es aus menschenrechtlichen Gründen nicht. Okay, danke fürs Dasein trotzdem. Euch danke fürs Zuschauen, wie immer. Facebook, YouTube, Twitter oder direkt im Shop. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Aber. So fertig. Passt.